Hallihallo, liebe Leute. Wir sind im Sitz des Triumvirats, das Dungeon. Wir haben fast alle Bosse down. Einer fehlt noch, der letzte. Bis jetzt haben wir nicht ein einziges Teil bekommen, loot-technisch. Allerdings ist es auch nicht so wild, weil die Items, die ihr droppen können, sind 865er Item-Level. Und das ist nicht so OP. Verstanden. Champions, einmal im Inneren müsst ihr den Weg zu Lura freimachen. Wir sind dicht hinter euch. Ist immer nett, dass der Raumgänger uns hier hilft. Der Weg ist frei. Beeilt euch. Ah, hier. Lura, da ist er. Rotruller. Qualen. Etwas derartiges habe ich noch nie gespürt. Ein Maru stürzt nur selten auf diese Art in die Leere. Na los! In den wenigen Fällen, die nein, es läuft aus. Ja, schade. Sterbliche involviert. Mal gucken, wer Heldentum zündet. Ich denke, das macht der Schamane gleich sowieso. Derlei Gedanken können jetzt warten. Dieses Wesen muss sterben. Dürfen wir wohl nicht erlegen. Das war wohl ein Fehler. Ah. Hat trotzdem geklappt. Mal gucken, was passiert. Cinematic. Alter Schwede. Und jetzt? Gibt's noch einen Schlussdialog? Nö, das war's. Und wir haben lediglich so eine dämliche Kugel hier bekommen. Nicht ein einziges Item. Ich war mal früher, ich glaube, früher war es mal so, dass man zumindest immer ein Item vom Endboss dann bekommen hat. Aber ich bin jetzt tatsächlich hier drin gewesen, ohne ein einziges verschissenes Item zu bekommen. Unglaublich. Unfucking believable. Irgendwas habe ich versaut. Ich hätte nicht aus dem Dungeon rausgehen sollen, denke ich. Ach doch, wir müssen das Wappen einfach nur platzieren. Ach, Gott sei Dank, ich dachte gerade. Hui! Schiff hat hier Ort. Das sieht ja nice aus. Nices Upgrade. Mein lieber Mann. Ich mute euch eine schwere Bürde zu. Ich bin sicher, dass ihr mich nicht enttäuschen werdet. Schon wieder eine neue Bürde, hä? Es ist vollbracht. Mein Herz leidet unter Luras Ende, doch wenigstens hat sie nun ihren Frieden gefunden. Sobald die Krone platziert wurde, wird die Vindica gegen den niederträchtigen Angriff der Legion bestehen. Dann wird Antorus fallen. Jo, Weltquests. Im Westen von Makaree. Werdet ihr euch unserer Sache anschließen?
Die Krone erstrahlt in altem Glanz. Nun tragen wir den Kampf zum brennenden Thron selbst. Macht euch bereit. Antorus erwartet uns. Also rein optisch ist die Vindica jetzt wirklich sehr viel schnieker als vorher. Mal gucken, habt ihr noch eine Folgequest für uns? Nö. Gut, wir haben neue Splitter, das heißt, wir können uns jetzt was Neues holen. Ich überlege gerade was. Was ist denn das schlechteste Teil, was wir haben? 860. Tatsächlich ist das schlechteste. Willkommen. Holen wir uns ein Schmuckstück. Ich glaube, das ist am coolsten. Aufwerten, komm. Yes, es ist aufgewertet. Und es ist Stufe 910. Ich bin jetzt nicht so sicher, wie geil das ist für einen Magier. Wir nutzen erhalte 10 Aufladungen unerträgliches Flüstern. Eure Schattenzauber übertragen. Schadenszauber. Ich wollte gerade sagen, Schattenzauber kann ich ja direkt wegwerfen, aber es sind Schadenszauber. Eure Schadenszauber tragen für 30 Sekunden je eine Aufladung. Übertragen für 30 Sekunden je eine Aufladung. Achso, meine Güte, jetzt lest mal ordentlich. Erhaltet 10 Aufladungen unerträgliches Flüstern. Eure Schadenszauber übertragen für 30 Sekunden je eine Aufladung unerträgliches Flüstern auf das Ziel. Dieser Effekt kann nur einmal alle 0,5 Sekunden auftreten. Während alle Aufladungen übertragen wurden, verursacht jede von ihnen 97.706 Schattenschaden. Also ein ordentlicher Single-Damage-Burst, wenn ich das richtig sehe. Das ist zu weit. Artefakt Stufe 60. Und wir sind bei Artefakt Stufe 52. Und jetzt wissen wir auch, wofür wir jetzt noch mehr Artefakt-Power brauchen. Aber sehe ich das dann richtig, dass wir diese Boni eigentlich nur noch dafür brauchen, um die Artefaktstufen zu steigern? Und dass das wirklich der einzige Sinn und Zweck ist? Weil hier kann ich ja nicht mehr investieren, nirgendwo, ne? Ich habe jetzt übrigens auch keine Quests mehr, weil ich questtechnisch alles abgeschlossen habe. Aber die Weltenquests kann ich jetzt machen. Leider, und das sage ich ganz ehrlich, kann man hier nicht fliegen. Das finde ich sehr schade. Fliegen hätte ich schon ziemlich nice gefunden, aber... Weil ich so irgendwie nicht einziges Mal davon profitiert habe, irgendwie, also so richtig profitiert habe, dass ich hier halt auch fliegen gelernt habe. In einer gefühlten Ewigkeit an Arbeit. Haltet euch bereit, Champion. In der Nähe lauert nichts Gutes. Ach ja, Treiber. Einen solchen Feind besiegt, rückt unser finaler Sieg einen Schritt näher. Jetzt kann ich einfach nach und nach mal diese Weltquests abarbeiten. Man kriegt natürlich immer wieder neue von diesen Agonitsteinen. Was dafür führt, dass wir auf kurz oder lang dann tatsächlich auch 900er Item-Level haben werden. Kaum hat das Licht hier Fuß gefasst, setzt das Dunkel erneut zum Angriff an. Okay. Einmal mehr auf eure Macht. Der Meisterin wird ja schon angegriffen.
Boah, mache ich gerade keinen Damage. Boah, sag mal. Die wollen mich doch verarschen. Ich hasse das. Ich bin außer Reichweite. Boah. Jedes Mal. Hallo auf Erden, wer hat mich denn da angegriffen von den Mistkerlen? Meldet euch in der Halle der Erleuchtung zur Prüfung. '98 ist besser als eins, das wir haben. Nee, ist ein Arcanis-Artefakt-Delikt, okay. Arcan ist sowieso hinfällig. Abgeschlossen. Fügt dieses Spielzeug eurer Spielzeugkiste hinzu, ohne der Kraft über euren Kopf. Das ist nur eine nette Spielerei. Hm? Hallen der Erleuchtung, was war das denn? Ach so, das ist dieser, dieses Puzzle, was man da machen musste. Ah, das ist natürlich wirklich geschenkt. Als Magier mega einfach. Anturischer Spitzel getötet. Der ist 600 Meter entfernt. Das ist ein Stückchen. Das ist ein ganzes Stückchen. Ich weiß halt nicht, ob wir dafür in diese Festung hier rein müssen. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Festung heißt. Aber ich glaube, der Eingang müsste hier auch links sein. Also von daher dürfte das eigentlich kein Problem sein. Doch nicht reinkomme. Aber hier, da ist der Eingang. Hoffentlich. Hecken schneiden sie hier trotzdem relativ Geister gut. Geister haben sich versammelt, um Kiljeden zuzuhören. Aber nicht alles ist, wie es scheint. Ich spüre eine dämonische Präsenz. Findet sie in der Menge, bevor sie angreifen kann. Öffnet euer Herz dem Licht. Lasst stets. Das ist kein Dämon. Müssen wir tatsächlich alle hier irgendwie absuchen. Doch einer schon gefunden, oder? So lange waren wir Eredar im Universum allein. Da ist er. Meine Fresse, was für ein doofes Spiel. Erstmal puzzeln, bevor er sich dann zeigt. Ja, gut. Für ihre Zwecke missbraucht. Ja, eigentlich ganz cool. Doof, aber irgendwie auch cool. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also wird in nächster Zeit
wird dann wohl eher so thematisch Weltquests anstehen, ne? Werden. Ja. Fehlt hier nur noch einer. Ach, wir haben keine Ordensressourcen mehr. Das gibt's doch gar nicht. For fuck's sake, wir haben keine Ordensressourcen mehr. Also muss ich das nächste Mal wohl ein bisschen auf die Jagd nach Ordensressourcen gehen, ne? Naja, liebe Leute. Wie dem auch sei, an dieser Stelle mache ich Pause für heute. Wir hören uns morgen in alter Frische wieder und dann machen wir hier weiter und dann kümmere ich mich höchstwahrscheinlich darum, mal wieder an ein paar neue Ordensressourcen zu kommen. Wir hören uns, macht's gut, bis dahin. Ciao.